Hallo YouTube, ich habe mal wieder ein Video für euch und ja, heute gibt es ein Unboxing für euch. Und wie ihr schon im Titel lesen könnt, habe ich heute für euch ein iPhone Case, beziehungsweise ja, ein Snap-on Case. Ja, erst noch vorweg, ich nutze wieder meine ältere Kamera, deshalb ist die Quali ein bisschen ja, schlechter und ja, ich bitte das zu entschuldigen. Aber ja, trotzdem wünsche ich euch viel Spaß dabei. Also. Ein Case für das iPhone 5 bzw. 5S. Es ist ein Snap-on Case von Griffin. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung. Vorne sehen wir natürlich, es ist Case präsentiert. Jetzt kann ich ein bisschen ranzoomen. Oben haben wir den Markennamen stehen, Griffin. Also ja, dann gehen wir runter. Dann haben wir hier den Namen des Cases: Pixel Crash Hard Shell Case. Und dann hier in der anderen Ecke haben wir for oder poor new iPhone. Und dann hier nochmal ein Sticker drauf, for iPhone 5S. Ja, dann haben wir hier, ist das in so einer Plastikhülle, das iPhone, das Case präsentiert. Dann haben wir hier so einen kleinen ausgeschnittenen Kreis, wo man das berühren kann, wie das sich so anfühlt. Und ja, es ist so, ich glaube, man kann es hören. So eine raue Oberfläche, wenn man das sieht, ja, man kann es sehen, so eine raue Oberfläche. Also hat schon auf jeden Fall gut Grip. Ja, dann gehen wir mal zur Seite. Da haben wir auch stehen wieder Griffin. Und wie ihr schon seht, ist hier so ein, es heißt ja Pixel Crash und es ist so ein Camouflage Look, Digital Camouflage, ja, also digitaler Look. Gab es glaube ich in drei Farben, in ja Grau jetzt, noch in Rot-Rosa und ich glaube Blau war es, in zwei verschiedenen Blautönen oder drei. Ja, und dann haben wir wieder zum jetzt wieder zum zur Verpackung. Hier haben wir an der Seite diese auch wieder diese Optik rundherum. Dann haben wir hier wieder Pixel Crash stehen. Unten haben wir ja Kleingedrucktes Made in China. Ja, und an der anderen auf der anderen Seite wieder auch wieder Griffin, auch wieder diese Optik da und dann hier noch mal Pixel Crash ist mit einer orangen Umrandung. Oben haben wir dasselbe wieder, diese orangen Umrandung und wieder diese Pixel Optik. Und unten habe ich euch gezeigt. Gehen wir zur Rückseite. Mal wieder Griffin stehen für das neue iPhone. Hier haben wir es zum Rausnehmen. Also man kann es auch anfassen, aber man kann das ist zum Rausheben. Hier haben wir eine Abbildung, wie das rausgenommen wird. Also man klappt gerade die Seite hier auf. Dann haben wir hier, wenn ihr das seht, Hardshell Pixel Case. Dann hier haben wir es auf Deutsch. Gepixelte Camouflage Hartschalenhülle. Glatte Verkleidung. Wir haben das dann nochmal in anderen Sprachen. Dann haben wir hier nochmal diese Camouflage Optik. Questions? Well, we are all ears. Ja, dann haben wir nochmal 3 Jahre, oder ich glaube ja, 3 Jahre Garantie. Designed in Nashville, Tennessee, also TN. And we back our product with the best customer support in the business. www.griffintechnology.com/support. Dann Twitter at griffintech und Facebook auch at griffintech. Nummer, Barcode und nochmal, we are here 9 p.m. to 6 p.m. Monday. 9 a.m. to 6 p.m. Monday. Till Tuesday CST und dann IM 5 PM Friday CST. Ja gut, ja, hier haben wir noch den Preis vorne drauf, aber ja. Gut, dann denke ich mal, mache ich das mal auf. Dann haben wir hier an der Seite ist hier so ein Sticker, den ich mal einfach durchschneiden. Ja. Dann kann man das, denke ich mal, ja, gerade so aushebeln. Ja, wie gesagt, eine ziemlich einfache Verpackung. So sollten ja die meisten Verpackungen eigentlich sein. Mehr haben wir hier auch nicht drin. Tun das mal weg. Innen drin haben wir ja noch einen kleinen Zettel. Warranty Policy for Austria. Ja, kleingedrucktes. Gut, und hier haben wir das Case. Sehr schöne Optik. Ich fange mal vorne an. Hier haben wir auf jeden Fall, ich kann es auch so ranzoomen. Hier haben wir den Ausschnitt für die Kamera, welcher sehr groß ist. Er sollte kein Problem sein für das 5er oder auch das 5S. Dann haben wir hier so in einem matten oder rauen Aromaoberfläche so ein, ja, scheint, ist ein Aufkleber, so diese Camouflage-Optik. Also hat cool. Fühlt sich gut an. Rundherum haben wir diesen Plastikrahmen, der schwarz gehalten ist. Hier haben wir nochmal eingeprägt, wenn man das die Kamera das darstellt. Ja, das soll Griffin stehen.
wenn man es denn mal sehen kann. Ja, da soll auf jeden Fall jetzt Griffin stehen. Auf der anderen Seite haben wir das nicht. Hier haben wir halt, wie gesagt, die Aussparungen für die Lauter Leiser und Stummschalt. Und da oben, das ist alles unten freigespart. So, und dann mache ich gerade mal, ich habe halt noch meine alte Hülle. Also diese alte hatte ich auf meinem Handy drauf. Aber vielleicht habt ihr auch das Video gesehen, wo ich die gezeigt habe. Und ja, dann legen wir mal das iPhone an, drücken es rein. So, und so schnell ging das. Gut, ich denke mal, ich fange vorne an. Wie ihr seht, haben wir hier diesen Rand, der das iPhone ganz leicht, also minimal nur umgreift, also das heißt umgreift, also ist nicht wirklich gut gedacht dafür, das auf dem Tisch zu legen, aber ansonsten greift es hier das rundum das iPhone. Die Aussparungen haben wir hier, sind gut, also man kann alles gut erreichen. Den Stummschaltbutton, die Lauter-Leiser-Regelung. Oben kann man auch alles gut erreichen. So wie auch unten. Ja, jetzt mal scharf stellt. Haben wir auch alles, ist alles gut erreichbar. Auf der Rückseite auch die Kamera-Tür ist sogar frei, also man kann Bilder ohne Einschränkungen nehmen, auch wie beim Case vorher war es halt so ziemlich knapp. Aber hier haben wir halt genug Platz. Ja, das einzige Problem, was ich jetzt finde, ist, dass da vielleicht sich jetzt ziemlich, ja, was heißt ziemlich einiges Staub sammeln kann, aber das sollte ja kein Problem sein. Kann man ja mal immer mal sauber machen. Aber ansonsten ist es eigentlich, sitzt es ziemlich gut und passt alles perfekt. Auch in der Hand fühlt sich das gut an, das ist nicht rutschig. Auch die Rückseite ist, wenn man es jetzt zum Beispiel zum Tippen und so, alles liegt super in der Hand. Ist nicht wirklich, also wie gesagt, rutscht nicht. Schade, es wäre halt auch noch, wenn es halt noch gummiert wäre. Aber wie gesagt, es liegt halt gut in der Hand. Aber apropos gummiert, ich mache es gerade nochmal ab, wenn ich es dann leicht abbekomme. Innen drin. Und innen drin haben wir halt auch, die Fläche ist gummiert. Also hier drin ist nicht wirklich irgendwas, wo das iPhone sonderlich zerkratzen könnte. Innen drin haben wir die Flächen hier und rundum sind halt gummiert. Also fühlt sich gut an. Ist auch, wie gesagt, ein gutes Case. Passt gut ins iPhone. Ich mache es jetzt gerade nochmal ran. Hier schnell drum. Und ja, es passt. Wie gesagt, Optik ist gut. Liegt gut in der Hand. Man kann, ich kann keine großartigen Mängel verspüren, alle Knöpfe sind gut erreichbar. Und ja, ich finde es eine schöne Hülle. Wenn ihr sie seht, könnt ihr mal, man kann sie bestimmt, wenn ihr fragt, kann man die mal bestimmt mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ihr seht, es liegt, wie gesagt, für 5 und für 5S gut geeignet. Ihr habt gute Aussparung für den Blitz und die Kamera. Alle Knöpfe gut erreichbar und es sieht gut aus. Wie gesagt, ist halt dann noch eine Frage, welche Farbe ihr haben möchtet. Blau, rot, rosa oder was das war und halt jetzt grau. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's für mein Review und ich würde sagen, ihr könnt meine Facebook-Seite liken, findet ihr alle Links, findet ihr unten, Twitter, Facebook, Instagram und ja, liken, kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.